wenn nicht so. Jo, und was geht, meine lieben Freunde? Zurück zu Final Fantasy 15. Ihr seht, wir sind gerade mitten im Kampf. Schön pariert. Ich mal so hinhauen. Ja, er hat gesagt, ich soll nicht rennen. Oh, Parade-Kombo. Coole Sache. Ja, den Schlüssel haben wir in der letzten Folge schon gefunden. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zum Generator. Und den aktivieren. Das war keine Absicht. Ja, ja, war keine Absicht, ich weiß. So. Der ist nämlich da hinten. Und wenn wir das geschafft haben. Oh. Noch ein Nerd-Monster. Lauf nicht allein, und zwar so ein Frosch. Die sind eigentlich auch einfach, aber wenn sie halt dich treffen mit der Zunge, dann musst du halt ein bisschen aufpassen. Ne? Die Maschine angucken können. Am besten halt immer von hinten. Er hört sie blöd an, aber ist wirklich so. So, zertrümmert schön. Ah, jetzt liegt er nämlich auf dem Bauch. Niedergeschlagen. Das war's für den Frosch. Eigentlich easy. Hier, der erste. Geht er noch? Mal sehen. Das Kabel so, ist. Geht der Generator noch oder nicht? Box nicht. Halt jetzt die Klappe. Oh, der Gladius. Klingt gut. So, gib noch einen. Okay, noch ein Generator. Der wird wahrscheinlich hier unten sein. Ja, wir haben ja schon alles eingesammelt. Wir haben ja eine Folge, sind wir ja hier komplett rumgerannt und haben alles auskundschaftet. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß. So, jetzt müssen wir die Maschine anschmeißen und dann können wir in den Dungeon rein. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Ne, wir müssen nach oben, wa? Ne, wir müssen da lang. Alles klar. So. Ja, ja, ich mach doch nur den Generator an, pronto. Das ist erstmal wichtig. Wir müssen erstmal das in Gang kriegen, ne? Ihr könnt ja irgendwie hinterher rennen und dann... Ich denke mal, das läuft schon. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja, sehen wir nach. So, dann haben wir das auch erstmal. Immer schön vorne weg, was? Oh, Digga, der nervt aber richtig jetzt, ne, mit dem Scheiß. Wir halt hier nicht stundenlang rumstehen. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Warum sagt ihr sowas? Wir zeigen uns aber entschlossen. Ich muss weiter. Ist doch egal, was ich will. Als König habe ich ohnehin keine Wahl, oder? Ja, das mag ja sein, aber... Dass es immer zuerst dunkel ist und dann wieder hell, das ist total komisch, ne? Verhalte dich entsprechend. Das ist aber nur, wenn... Wenn irgendwas drüben ist, ne? So, Gladius hat uns erstmal aufgerüttet. Es hat funktioniert. Ja. So, jetzt sind wir im Dungeon. Was ist denn das für eine Mal sehen, was uns hier erwartet. Das Grab muss weiter innen liegen. Oh, da unten sind schon Gegner. Was denkst du denn? Ich denke gar nichts. Was ist denn da hinten? Sieht aus wie ein Sumpf oder sowas, ne? Riecht ihr das auch? Ignis, nicht ausrutschen. Doch, das ist eine Art Sumpf. Oh, die sind aber diesmal ein bisschen größer. Die sind wieder kleiner. Boah, voll erwischt, ey. Mach mal einen Sturmangriff. Ey, das mit dem Bild, ja, dass das immer so dunkel wird und dann wieder hell, das ist total zum Kotzen. Man sieht dann überhaupt ja nicht,
So. Haben wir alle? Jo. Ah, der ist schon wieder dunkel. Das ist ja auch schon 17 Uhr wieder am Start hier. Da hinten leuchtet noch irgendwas. Man kann sich doch fast ja nicht bewegen hier in dem Wasser. Halleluja. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Punkt Königsgrab finden. Das ist hier irgendwie am Baum, ne? An so einem Baum. Oh, hier, ja. Irgendwas hier mit Eier oder sowas, ne? Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Da ist ein Grab, nämlich dahinter. Was ist das? Oh, was da? Ah, hier. Morgul, oder wie das Ding heißt. Was ist da? Morbol. Morbol? Ah, der hat uns gefressen, gleich eingeschlungen. So, den muss man natürlich auch von hinten. Und bei dem muss man wirklich aufpassen. Die waren früher schon ätzend mit ihrem Giftscheiß, ne? Aber ich sag mal, das geht hier gerade noch. Die machen eigentlich gut Schaden. Und wenn wir von hinten schöne Überraschungsangriffe machen, dann sollte das eigentlich auch was werden. Da macht er nämlich den Gift. Ah, wir haben niedergeworfen und die tötet. Und wir sind irgendwie konfus. Ah, der hat hier seine Sprösslinge. Die muss man auch töten. Sonst kommt er nämlich immer wieder. Wir sollten uns auch einen Durchschuss vom Pronto aufheben. So, einen Durchschuss mal rinknallen. Hä? Warum hat er jetzt nicht noch einen Angriff gemacht? So, der ist niedergeworfen. Setz nochmal auf die Mutter. Oh, komm her. Kämpft, ja. Keine Chance. Wie viel Leben hatten der, sag mal? Der Morbel ist in Rage. Halte ausreichend Abstand, um sich von einem schlechten Atemdruck treffen zu lassen. Okay. Der ist in Rage-Modus. Ah, da sind noch Sprösslinge. Deshalb. Der kommt nämlich immer wieder. Verdammt, was geht denn jetzt ab? Oh, 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 oh. Ja, kritischen Zustand. Alle im kritischen Zustand. Ignis muss schnell mal herkommen. Oder Pronto. Wir müssen jetzt erstmal Ignis und Pronto, genau. So wird das nichts mit kämpfen. Ja, ich hab dich. Das ist nämlich der Rage-Modus und da macht er andauernd Gift. Und wieder. Oh, Pronto ist der Einzige, der nicht betäubt ist. Pronto, komm hier. Oh, nochmal erwischt. Okay, wir müssen jetzt erstmal kurz ein Elixier rinknallen. Wir hauen uns ein super Elixier rein. Und zwar Gladius. Mehr hast du nicht zu bieten. Kann er uns nämlich aufretten. Oh, wieder der Gift-Scheiß. Oh, wieder Gift, pass auf. Wir müssen was unternehmen. Ja, ja. Okay, ich hab kein Schwert mehr in der Hand. Tut mir leid. Das braucht es nicht. Okay, wir kümmern uns weiter um die Sprösslinge. Da hinten kommen wieder welche. Ich hoffe, dass das endlich der letzte ist. Ne, da hinten ist noch einer. Oh. Komm her, ja, Digga.
Boah, was? Die kommen anscheinend immer wieder, ne? Wir können ja auch nicht mal irgendwie so ein Dings rufen, ne? Wie sollen wir den dann besiegen? Ich verstehe nicht. Irgendwo muss hier eine Schwachstelle sein. Gladio, übernimm dich nicht. Müssen wir uns irgendwas ausgucken, ja? Ich meine, kann ja nicht sein, dass der immer wieder kommt. Aber hier ist doch gar nichts mehr. Doch, da hinten ist. Da hinten ist irgendwas. Oh, Gladius stirbt da auch noch. Gladio! Komm her. Verdammt! Könnte ich nur sehen. Da hinten ist irgendwas. Zeigt hier hin. Ach, bis hier hin flüchten mussten wir. Okay, alles klar. So. Ach, wir mussten es triggern. Ach so. Wir mussten das Ereignis triggern. Etwas versuchen. Was macht er denn mit Feuer, wa? Feuer ist immer gut. Ah, siehst du, wir mussten erst das Ereignis triggern und dann konnten wir den auch töten. Alles klar. Okay. Fass sie besser nicht an. Ja, will ich ja nicht. Ich will sie ja zerstören mit Feuer. So, sollen sie brennen. Seht nur, eine Tür. Wer legt denn hier ein Grab an? Berechtigte Frage. So, dann haben wir die nächste Waffe. Wie viel haben wir denn eigentlich? Das wäre dann die sechste. Oh, ein Samurai-Schwert. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, ja. Gehen wir. Katana des Kriegers. Da wäre ich ja mal gespannt, was der für Power hat. Katana des Kriegers. 361. Oh, hier Klinge des Eroberers, ne? Auch schön, ja. Krass, auch hier Feuer 25%, Magie 25%, 100% Licht. Nicht schlecht, Herr Specht. Was hat der Donnerkeil überhaupt? 350, okay, der ist auch nicht so schlecht, ne, dafür. Aber der hat halt die, Moment! Elementeigenschaften nicht, ne? Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Na, ja, stimmt.
Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann, soll er selbst entscheiden. Denn es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme. Wenn ich zur Last werde, verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladio, Noct wird bereit sein. Doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Ach ja, Ignis. Wir lassen dich nicht zurück. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. So, meine lieben Freunde, das war's mit der Folge. Falls euch die Folge natürlich wie immer gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert dieses Video und schreibt was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy XV. Ich bin erstmal raus und ciao.